Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 18. Februar hier am Morgen. Wir wollen uns dem Markt zuwenden und heute ein Stück weit exotischer daherkommen, denn neben den eigentlich zumeist im Fokus stehenden Währungspaaren der Major Pairs und meines Erachtens eben Top 15 FX inklusive Gold ist auch immer mal wieder der Blick in die zweite Reihe der Minor- oder auch Exotic-Pairs interessant. Und da soll heute das britische Pfund, welches natürlich auch eine Leitwährung ist, aber das britische Pfund in verschiedenen anderen Währungen gehandelt, mal im Fokus stehen. Und wir wollen anfangen mit dem britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich an den Stream-Beitrag erinnern, den wir hier im Januar veröffentlichten. Da hatten wir diese Top-Situation beim britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar. Also so eine Art Dreifach-Top hat sich hier gezeigt seit dem Sommer 2015. An hier eine marginale Trendlinie, unterhalb derer es hier weiter abwärts gehen sollte. Und so geschehen, meine lieben Zuschauer, sehen Sie, was dann in der Zeit darauf geschah. Der erste Rutscher wurde ein Stück weit seitwärts verdaut, bis es dann letztlich hier insbesondere in den letzten Tagen nochmal deutlich gen Süden ging. Der kanadische Dollar also hier mit Stärke, auch gegenüber dem US-Dollar und auch gegenüber dem Euro. Wir sehen hier ein Stück weit Stabilisierung, hängt auch mit dem Ölpreis natürlich zusammen. Insofern immer Obacht geben, wie das hier weitergeht. Grundsätzlich aber das britische Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar eine sehr, sehr interessante Situation. Zum einen haben wir hier, ich mache das Bild direkt mal größer, zum einen haben wir hier wichtige Support-Levels unterschritten und das sehr dynamisch. Auch hier zuletzt eigentlich die letzte Bastion im Bereich um 1,9730. Und jetzt notiert das Währungspaar hier an dieser Trendlinie, die sich aus 2014 herrühren lässt. Das ist schon ein Stück weit her. Sie sehen aber hier diese Auflagepunkte. Das ist relativ punktuell getroffen worden. Und genau dort steht sage ich schon, das Währungspaar aktuell. So, jetzt gehen wir mal ein Stück weit, gar nicht zu weit raus, sondern gehen ein Stück weit so raus und sehen, dass wir hier einen Hochpunkt haben vom Februar des letzten Jahres und hier auch die Situation vom Sommer. Und das lässt natürlich jetzt herrühren, dass wir auch hier ein Support-Level identifizieren können mit dem Hochpunkt, mit dem aktuellen Level und eben mit dem bisherigen Preisverlauf. Das heißt, hier diese Zone, wo wir heute den Abprall auch gesehen haben, sieht sehr interessant aus. Also hier gilt es einfach mal aufzupassen, da wir hier eine Art Kreuzsupport haben. Wir können auch hier gerne nochmal Fibonacci hinzufügen vom Hoch. Das ist hier das lokale Hoch. Diese kompletten Aufwärtsbewegungen seit den Tiefs von Anfang 2015. Und siehe da, da haben wir auch hier das 50er Fibonacci Level. Also hier eine sehr, sehr spannende Situation, gerade beim britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar. Grundsätzlich scheint die Abwertung hier noch nicht beendet. Das heißt, es scheint so, als würde der Preis weiter verfallen, insbesondere unterhalb von 1,95, 1,94, 75 ist davon auszugehen, dass wir hier einen Touch in Richtung zum 61er Retracement ansteuern, Schrägstrich dann sogar noch wesentlich tiefer runtergehen. Also die Tendenz scheint mir tatsächlich so, selbst wenn wir hier eine kurze Stabilisierung sehen und danach schaut es heute aus. Wir haben auch im Stream vorhin erwähnt, dass das britische Pfund der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar heute mit einer positiven Fuzzy-Logik knapp 70% bei über 280 Erscheinungen. Das sieht ganz gut aus. Also eine korrektive Erholungsbewegung könnte es gerade beim britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar heute hier an diesem Level geben. Doch achten Sie, wie gesagt, mal drauf, was dann in den Folgetagen passiert. Mir scheint, dieses einste Unterstützungslevel mutiert jetzt hier zum Widerstand und könnte bereits dann eben schon unterhalb von 1,9750 für eine gewisse Ernüchterung sorgen. Also Obacht geben, was da passiert. Der Abwärtsdruck ist enorm und hier nach einer leichten Konsolidierung, wie wir das eben hier zuletzt auch sahen, im Januar, Februar, Ende Januar, Anfang Februar hier vielmehr, könnte es dann hier sogar auch weitergehen. Positiver Bias wäre erst oberhalb der Marke von 2 kanadischen Dollar zu erwarten. Also wenn wir hier ein schönes Reversal machen, dann will ich nicht ausschließen, dass der Erholungsimpuls einsetzen kann. Aber danach sieht es, wie gesagt, jetzt vom Bias her eigentlich nicht aus. Insofern britisch Pfund, kanadisch Dollar sehr, sehr interessant. Aber diese Währungspaare, auch das nächste, was wir uns gleich anschauen, haben eine enorm hohe Tagesvolatilität. Das können wir einfach mal kurz bemessen anhand dieser Range, die wir hier mal gesehen haben, Ende Januar, Anfang Februar. Da haben wir hier eine Range von knapp 450 Pips roundabout. Das ist eine Hausnummer.
Und dann auch allein gestern zum Beispiel diese Ausverkaufskerze, die hat mal ebenso über 300 Pips hier an den Tag gelegt. Das ist schon ordentlich. Insofern hier auch immer damit rechnen, dass natürlich, wenn man hier engagiert ist, es mit einer hohen Volatilität zu tun hat und gerade eben auch als Exotic-Pair hier immer ein Stück weit mit Zurückhaltung agiert werden sollte. Schwankung hoch und eben auch hier das Spread ein Stück weit höher, da muss man aufpassen. Ansonsten hier jetzt zum nächsten. Britisch Pfund Neuseeland-Dollar. Kommt auch recht interessant daher. Wir haben auch hier schon einen länger laufenden Abwärtsimpuls. Der rührt hier seit den September-Hochs 2015 her. Also hier gab es nochmal einen Spike im August. Aber jetzt geht es eben hier seitdem steil gen Süden. Und wenn man sich den Chart betrachtet, dann sieht das hier ja sehr, sehr stringent danach aus, als würden wir, und da müssen wir uns auch hier mal rauszoomen, diese Unterstützungszone um 2,10, 2,050 ansteuern. Das ist ja ein starkes Support-Level, auch sehr schön identifizierbar anhand des Preischarts. Und da denke ich, dürfte die Reise hingehen. Also das britische Pfund gegenüber dem Neuseeland-Dollar weiter schwach. Das spricht so ein Stück weit für eine allgemeine Schwäche beim britischen Pfund, wie man so hier anhand der Charts ableiten kann. Sie wissen auch unlängst die Schwäche ohnehin beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Hier wichtige Marken nach unten gerissen. Das ist eine Situation, die sieht ja eher wenig konstruktiv aus, aber auch hier eine kurzfristige Erholung könnte als Einladung dienen, hier weiter nach Süden zu kippen. Es deutet sich zumindest hier auch eine weitere Preisschwäche an. Ergo hier vom Chart, wenn man das mal so betrachtet auf Sicht der letzten Wochen, ja, leicht bullischer Bias, wenn wir diese Abwärtstrendlinie hier überwinden, beziehungsweise Währungspaar vielmehr und über 2,20 rausgehen aus dem Handel. Da hätten wir hier die letzten markanten Hochs seit dem Februarverlauf hier überwunden, die Trendlinie durchbrochen, hätten dann auch den EMA 50 sozusagen hinter uns gelassen. Zugegebenermaßen, das könnte hier dann praktisch Plan B sein, wenn das Währungspaar hier nicht weiter nach unten tropft. Aber danach sieht es für mein Dafürhalten doch tatsächlich aus. Warten wir mal ab, wie sich der Bias weiter gestaltet. Das britische Pfund hier sicherlich auch maßgeblich mit im Boot von den Entwicklungen her. Und da sehen wir eben aber hier die generelle Abwertung doch schon ein Stück weit fortgeschritten und auch eben ausgebaut. Und ein Ende ist hier aktuell sozusagen noch nicht in Sicht. So dann, liebe Zuschauer, warten wir mal ab, was die weiteren Wochen, Monate hier zu bringen werden. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Einschalten und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. 9:30 Uhr, Ihr JFD Devisenradar. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.